Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu meinem allerersten Jagdvlog. Wie ihr am Titel sehen könnt, geht es auf Rehjagd und da nehme ich euch einfach mal mit. Ich bin jetzt ein paar Tage hintereinander jagen und hoffe, das passende Stück erlegen zu können. Was das passende Stück ist, das erkläre ich euch nachher auf dem Hochsitz nochmal etwas genauer. Und ja, dann wünsche ich euch einfach mal viel Spaß. Wir sind jetzt schon auf dem Weg Richtung Hochsitz, auf dem wir heute Abend sitzen werden. Und das ist natürlich mein allererster Vlog. Also verzeiht, falls es kleine Fehler gibt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich besser machen kann, was ihr euch wünscht, was ich als nächstes jagen soll, falls wir natürlich erfolgreich sind. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt die Tage nichts erlegen können, aber so ist die Jagd. Es ist aber auch trotzdem schön, einfach rauszukommen, ja, die Natur zu genießen, die Ruhe, den Kopf frei zu bekommen. Und wenn man dann Anblick hat, also Wild sieht, dann ist es Belohnung genug. Also das ist immer echt wunderschön. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. So, jetzt sind wir schon in der Nähe vom Hochsitz. Ich hoffe, die Autos hört man hier nicht zu laut, weil hier eine Straße in der Nähe ist. Ich bin trotzdem schon mal ein bisschen leise, weil hier oft auch schon die Rehe tagsüber draußen sind. Ja, wie ihr sehen könnt, da hinten ist eine Straße und deswegen ist es hier dementsprechend ziemlich laut. Das Monster ist auch schon dabei. Da vorne ist auch schon unser Hochsitz, auf dem wir heute Abend sitzen werden. Ich packe euch jetzt mal ganz kurz weg, falls ein Stück Wild kommen sollte, dass ich gleich mal schon ein paar Aufnahmen machen kann. So, wir sind auf dem Hochsitz angekommen. Ich zeige euch jetzt mal, was wir für einen Ausblick haben. Ich hoffe, das Autogeräusch oder die Autos sind nicht zu laut. Das wäre ziemlich schade. Das ist nämlich jetzt hier unsere Aussicht für heute. Also hier ist immer ganz, ganz viel Wild in der Deckung. Und hinter mir haben wir so eine alte, ja, jetzt mittlerweile etwas verwelkte Wiese mit Sonnenblumen. Da stehen sie ganz gerne auch tagsüber drin. Und zwar würde ich ja noch sagen, was ich mit dem passenden Stück gemeint habe. Also wir suchen am besten einen Spießer oder ein starkes Schnallreh. Hinter uns ist jetzt auf jeden Fall schon das erste Stück Rehwild. Da hinten irgendwo. Ich guck mal, ob ich es auf die Kamera bekomme. Das ist immer sehr, sehr schwierig hier. Dadurch, dass das alles so hoch und buschig ist. Ja, da kann man sie fast nicht filmen. Ah, da ist irgendwie kein Spießer. Ich blende euch hier mal ein Foto ein, damit ihr wisst, was ich überhaupt mit Spießer meine. Warten wir mal ab, was noch kommt. So, wir bekommen jetzt langsam Besuch. Dort hinten, da ist es. So, das erste Stück Rehwild steht auf der Wiese. Ich zeig's euch gleich mal. Ich muss jetzt nur ganz leise reden. Da vorne steht schon. Wie vermutet, kam es aus der Deckung. Ich bin jetzt mal gespannt. Dadurch, dass es aussieht wie ein relativ starkes, ob es ein junges, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein junges hat, ob es auch noch was treten wird. Rascheln tut es auf jeden Fall noch. Ach, da läuft es. Jetzt war ich gerade, wo ich erzählt, dass da was kommt. Springt schon der Bock raus. Da war ich jetzt leider ein Ding zu langsam, um mit der Kamera zu filmen. Der ist direkt ins Feld. Ich guck mal, ob ich da noch eine Aufnahme für euch machen kann. Also der ist gekommen. Der ist hier rausgekommen. Und straight hier reingerannt. Ich guck mal, ob ich ihn finde. Hier ist das weibliche Stück, was wir eben gesehen hatten. Und da ist der Bock. Ja, du versteckst dich jetzt noch gerne. Knusper, knusper. Komm mal ein Stück raus, damit wir dich sehen können. Aha, danke. Ja, das ist ein echt starker Bock.
Ich schätze mal, der wird so zwischen 5 und 6 Jahren alt sein. So, jetzt ist es mittlerweile so dunkel, dass ich auf manuellen Fokus schalten musste. Einfach so ein schöner Abend, auch wenn es jetzt aussieht, als würde kein passendes Stück mehr kommen. Aber jetzt schauen wir einfach mal, was der morgige Tag so mit sich bringt. So, Tag 2. Heute probieren wir es mal da unten auf dem kleinen Drückjagdbock und schauen einfach mal, ob wir hier heute erfolgreicher sind. So sieht das Ganze aus. Wir haben zur Rechten, da hinten haben wir schon einen Gast, einen ganz ungewollten, eine Katze. Nee. genau, hier zur Rechten haben wir eine schöne Wiese. Und dann hier dementsprechend noch 2 Acker. Und ich hoffe, dass er dementsprechend hier irgendwo rechts von mir dann aus der Deckung treten werden. Lassen wir uns mal überraschen, was kommt. So, wir sind jetzt bei der Kanzel angekommen, oder bei dem Drückjagdbock. Und unser ungebetener Gast ist auch noch da, so wie ihr sehen könnt. Ich blende euch jetzt hier gerade mal ein, wie er frech hier durch die Gegend stolziert. Ja, jetzt warten wir einfach mal ab und schauen mal, was der Abend so mit sich bringt. So, neuer Tag, neues Glück. Heute ist es mal wieder wunderschön. Es windet zwar ein bisschen stark und ich hoffe, also ich habe jetzt extra hier so ein Mikrofon. Wir haben aber auch kein Glück. Erst der Auto leer und jetzt windet es auch noch. Ja, aber guckt euch das mal an, wie schön das heute ist. Ah, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. So, da ich aber jetzt nicht unbedingt weiß, ob man mich überhaupt verstehen kann, wegen dem Wind, schlage ich einfach mal vor, ich gehe jetzt mal Richtung Kanzel. Heute habe ich auch wieder eine richtig gute Kanzel. Da hatte ich bisher auch jedes Mal Anblick. Und das letzte Mal, als ich auf der Kanzel war, da hatte ich sogar einen potenziellen Abschussbock gesehen gehabt, also einen Spießer. Ich blende entweder hier kurz ein Foto ein oder ein Video. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und der kommt heute wieder. Schauen wir mal. So, ich bin jetzt nicht mehr weit weg von der Kanzel, deswegen sehen wir uns gleich oben wieder. Bis gleich. Gekommen. Einen, den hatte ich schon mal
immerhin. Wir hatten schon mal einen Blick. Geil. Ah, schön. Also, eines von den Stöcken war auf jeden Fall jetzt ein weibliches Stück. Ich zeig's euch jetzt mal hier. Das kam nämlich gerade nochmal. An den Rand von der Wiese. Okay, jetzt muss ich kurz aufhören. Dahin kam wieder was. Moment. So, ich hänge die Kamera mal hier. Ich hoffe, man sieht mich. Und man hört mich auch. Jetzt kam schon wieder ein Stück aus der Deckung. Ah, ich habe nicht gesehen, was es war. Das hat das weibliche Stück vertrieben. Deswegen schätze ich mal, dass es ein Bock war. Aber der ist einfach nur über die Wiese gesprungen. Und da war auch schon wieder weg. Aber mega gut. Anblick ist einfach was. Einfach zu schön, die Tiere beobachten zu dürfen. Und draußen zu sein. Frische Luft. Jetzt wird es zwar langsam ein bisschen kühl, aber ich habe noch zur Not eine dicke Jacke dabei. Deswegen warten wir mal ab. Einfach schön. So, ich kann mir vorstellen, dass heute nicht so viel los ist. Oder es ist viel los. Aber dass die alle schnell wieder zurück in die Deckung springen, weil es so stark windet. Da fühlen die sich dann auch nicht wohl, weil sie nicht gescheit wittern können, ob irgendwo Gefahr lauert. Und ja, wenn ein Tier krank wird, dann kann es halt nicht zum Arzt, ja, dann kann es schnell lebensgefährlich werden. Von dem her, falls jetzt nichts mehr kommen sollte, dann sehen wir uns beim nächsten Ansatz wieder. So, neuer Tag, neues Glück, mal wieder. schauen wir mal, ob wir heute erfolgreicher sind. Ich meine, es war ja jetzt die letzten Male trotzdem immer schön. Wir hatten ja meistens Anblick, nicht immer. Ein Tag war ja dabei, wo wir keinen hatten. Aber heute ist wieder unglaublich schön. Ich zeige euch das mal. Ah, schon wieder ein super Tag. Herrlich. Wir haben jetzt leider schon nach dem 16. Oktober und wir hier im Revier halten es noch relativ traditionell. Das heißt, also wir bejagen noch nach den alten Jagdzeiten. Es ist einfach, dass wir den Tieren länger Schonzeit geben, mehr Ruhe geben, ja, wie sie es halt früher gemacht haben. Und das heißt, dass wir jetzt keinen Rehbock mehr schießen. Der wird erst wieder nächstes Jahr im Frühjahr wieder bejagt, also ab dem Mai. Aber das ist kein Problem. Ich meine, wir sind ja auf Rehwildjagd und dann gucken wir einfach, dass wir ein passendes Schmalreh schießen, starkes. Oder dementsprechend ein weibliches Stück, was nicht führend ist, also was kein Junges hat. Genau, ich schnack nicht weiter. Wir sehen uns wieder auf dem Hochsitz. Und heute machen wir es dann so, dass dadurch, dass ich schon sehr viel jetzt geredet habe, ich melde mich, sobald wir Anblick haben. Wir gehen nämlich an die gleiche Kanzel wie gestern. Also das kennt ihr ja schon, den Ausblick. Genau, und ich melde mich, sobald wir Anblick haben. Bis dann.
So, hier ist echt gut eng. Das machen wir grundsätzlich, damit keine anderen, oder ja, sag ich mal, Fußgänger und Wanderer hier dementsprechend so tief ins Revier gehen. Und damit das Wild dementsprechend seine Ruhe hat. Ich habe das Glück, heute noch jemand dabei zu haben. Alleine wäre es schwierig geworden, die Kamera zu halten, sich auf das Wild zu fokussieren und dann noch zu schießen. Und vor allem jetzt ist es auch um einiges angenehmer. Jetzt kann ich mit euch reden. Und ja, also da hinten, ich weiß gar nicht, ob man es im Dunkeln sieht, da wo meine Taschenlampe ist, dort ist die Kanzel, da sieht man sie. Und da hinten liegt es. Hoffentlich. Sehen wir gleich. Wir beeilen uns nur jetzt ein bisschen, damit wir hier das Wild in Ruhe lassen. Wir bergen das Stück jetzt und dann tragen wir es auch gleich raus, weil das hier ist so ein kleiner Rückzugsort für das Wild. Da kann es, ja, hier hat es meistens seine Ruhe. Deswegen waren auch so unglaublich viele Stücke jetzt am Schluss zu sehen. Jetzt hat man so viel Anblick gehabt. Das war ja Wahnsinn. Ich meine, ich glaube, es waren 7 Stücke Wild. Verrückt. So, eine kleine Vorwarnung. Es kann sein, dass wir jetzt Blut sehen. Deswegen, wenn ihr da empfindlich seid, dann schaltet lieber ab. Ja, das gehört einfach dazu. Ja, gucken wir es uns mal an. Hier liegt das gute Stück. Wie wir sehen, bin ich perfekt abgekommen. Also ich ziele immer direkt hinter den Vorderlauf, weil man sozusagen im vorderen Bereich vom Reh, also hier dementsprechend sind die roten Organe, also Herz, Lunge, und wenn man dementsprechend hier reinschießt, ist es die beste Art und Weise, dementsprechend ein Reh zu schießen. Jetzt, wie gesagt, jetzt gucken wir mal, dass wir das Stück schnell hier rausbringen, damit die anderen Rehe ihre Ruhe haben, und wir sehen uns dann gleich draußen wieder. So, tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen außer Atem bin. Es war dann doch ein bisschen schwerer, das Stück aus der Deckung rauszubringen. Leicht sind sie dann doch nicht und auch nicht handlich. Wir geben dem Stück jetzt auf jeden Fall den letzten Biss. Das ist so die Tradition, dass man dem Tier nochmal, ja, Eiche ist zum Beispiel eins von den von den Baumarten, die sich dafür eignen. Es gibt mehrere, Tanne, Fichte, da gibt es so ein Sprichwort, aber das weiß ich nicht mehr. Also ich kenne zumindest genug, damit ich immer eins finde. Genau, und dann gibt man das dem sozusagen in den Mund, also den Äser. Und das ist einfach Tradition. Und damit zeigt man nochmal den Respekt dem Tier gegenüber. Und nochmal zurück. Also wir sehen vorher wieder, also der Schuss kam perfekt. Wir sind direkt hinter dem Blatt gelandet. Deswegen nehme ich mal an, dass die Lunge wahrscheinlich dementsprechend getroffen wird und vielleicht das Herz. Ja, wir haben auf jeden Fall das passende Stück jetzt erwischt. Ich hoffe, euch hat die Jagd gefallen. Das Video ist jetzt hier noch nicht vorbei. Jetzt kommt es erstmal zum Aufbrechen. Also das heißt, wir entnehmen die Innereien, die werden, und die Organe, also die werden immer nach dem Schuss direkt entnommen. Und ja, und dann muss es ein paar Tage abhängen, bevor man es dann weiterverarbeiten kann. Genau, dann gehen wir mal, achso, fast vergessen. Natürlich gibt man dem Stück dann noch den letzten Biss. Wie gesagt, das ist einfach ein Zeichen von Respekt dem Tier gegenüber. Aber dann wollen wir mal uns an die Arbeit machen. Thank you.
So, die Arbeit ist getan. Das Reh ist ausgenommen. Wir haben das dann nochmal mit Wasser ausgewaschen, damit der ganze Schweiß, also Blut, im Jägerlichen sagt man Schweiß dazu, damit der ganze Schweiß draußen ist. Und jetzt hänge ich das über Nacht erstmal draußen auf, einfach damit es auslüften kann. Die frische Luft, das kühlt das Fleisch schon mal vor, damit noch ein bisschen Feuchtigkeit rausgeht, bevor man es dann in die Kühlkammer hängt. Ich finde, das merkt man einfach am Schluss. Das Fleisch hat eine bessere Qualität, wenn man das macht. Und danach hänge ich es in die Kühlkammer für so 3 bis 4 Tage. Und dann wird es aus der Decke geschlagen. Das heißt, also so sagt man, zum Fell abziehen und in die Einzelteile zerlegt. Genau. Aber ich mache jetzt hier einfach einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es ums Zerlegen geht. Bis gleich. So, das Reh ist jetzt ein paar Tage abgehängt in der Kühlung und ist jetzt bereit für die Weiterverarbeitung. Es hatte so ungefähr 17 Kilo im aufgebrochenen Zustand jetzt. Ich habe es gerade gewogen gehabt. Also es war jetzt nicht nur ein starkes Reh, es war einfach das perfekte Reh. Es hatte kein Junges, kein Kitz und ist jetzt auch noch stark vom Wildbret. Also wir haben alles richtig gemacht, das perfekte Reh erwischt. Jetzt geht es ans Zerwirken, beziehungsweise erstmal aus der Decke schlagen, das heißt das Fell abziehen. Und da mache ich wahrscheinlich erstmal einen Zeitraffer. Und danach zeige ich euch nachher noch die Einzelteile vom Fleisch, sobald ich es zerlegt habe. So, wir haben das Reh jetzt abgezogen. Ich zeige euch jetzt noch mal so ein bisschen was. Also, hier sieht man es. Das ist vielleicht ja, nicht mal die Größe von einem Cent. Ich hoffe, man sieht es gescheit. Ist das Einschussloch. Das ist immer natürlich etwas kleiner als hier das Ausschussloch auf der anderen Seite. Wundert euch nicht, warum es hier so aussieht. Hier war es ein bisschen blutig, wahrscheinlich. Ein Bluterguss oder sonstiges vom Ausschuss dementsprechend. Deswegen habe ich das hier schon abgeschärft, sozusagen zum Abschneiden. Ja, weil das braucht man nicht unbedingt. Erstens nicht im Video, zweitens am Fleisch ist zu Recht nicht. Genau das gleiche war nämlich hier auf der Seite auch. Aber ja, so sieht das Ganze aus. Das ist jetzt abgezogen sozusagen. Und dran das Stück zu zerwirken, das heißt dementsprechend in die Einzelteile zu zerlegen. Also in die Keulen, den Rücken dementsprechend hier, wie man den hier sieht, den müssen wir auslösen. Und ja, das mache ich jetzt einfach mal und sehe euch gleich wieder, wenn wir fertig sind. So, wir sind fertig. Ich habe das Reh fertig zerwirkt in die einzelnen Teile. Ich zeige es euch jetzt gleich mal kurz. Also wir haben hier die Vorderlaufkeulen. Hier dementsprechend den Hinterlauf, also die Hinterlaufkeulen. Wir haben die zwei Rückenhälften, also die Filets. Das ist immer das zweitbeste Stück. Das beste sind die Innenfilets, aber die habe ich schon beim Ausnehmen rausgenommen. Die sind immer hier hinten. Genau, sieht man hier hinten zwischen den, also im Beckenbauch sozusagen unten. Aber die hatte ich schon vorher rausgenommen. Und dann hat man noch dementsprechend den Hals und die Rippen. Den Aus- und Einschuss, den tue ich ganz gerne abschärfen grob, also dementsprechend rausschneiden. Einfach, ja, weil da ist ein bisschen blutig, also da ist ein bisschen Schweiß und Blutergüsse und das muss nicht sein. Jetzt packe ich das Fleisch ein und später wird es dann nochmal weiterverarbeitet. Ich tue es dann wahrscheinlich von den Knochen lösen, Steaks draus machen, Hackfleisch draus machen, Gulaschfleisch draus machen und. Wenn ihr das mal sehen wollt, schreibt es gerne, dann kann ich dazu gerne ein Video machen. Aber sonst war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Als nächstes kommt wahrscheinlich ein kleines Kochvideo zu dem Stück. Lasst euch mal überraschen. Vielen, vielen Dank an die, die bis hier jetzt dabei waren. Und ich freue mich, dass ihr das Video angeschaut habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.